Hallo zusammen, hier ist wieder euch und verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir über eine Questreihe hier in dem Gebiet Zaralek-Höhlen bekommen. Und zwar ist das einmal die Kampagne, die wir hier spielen können. Die startet ja einmal ursprünglich in Waldracken. Und zwar dann, wenn ihr dementsprechend die Kampagne schon auf der verbotenen Insel abgeschlossen habt, dann könnt ihr die starten. Und ja, mittlerweile in der zweiten Woche des Patches können wir die Kapitel bis einschließlich 6 von 7 spielen. Wir müssen aber gar nicht so weit. Und zwar bei 5 von 7 gibt es dann bei der letzten Quest von dem Kapitel dementsprechend einmal das Mount. Schlängel der Kreischdrache schimpft sich das einmal. Da gibt es dann auch noch zusätzlich gleich hier noch ein bisschen so ein Manuskript, ne, wo wir dann den Drachen ein bisschen anpassen können. Zusätzlich, seht ihr, wenn wir das lernen, gibt es dann auch noch ein Achievement. Und zwar für die Entdeckung des Drachen. Ich würde sagen, wir gucken uns den jetzt einmal an. Und zwar Schlängel da. Da haben wir ihn. Und das ist jetzt hier auch nur die Grundversion, ne? Die ist jetzt hier so ein bisschen in schwärzlich gehalten. Sieht ganz cool aus tatsächlich. Ist natürlich genauso ein Drachenflugdrache wie die anderen. Also sprich, das ist jetzt der 5., den wir in der Expansion uns holen können. Und auch den können wir mit verschiedenen Anpassungen einmal ein bisschen im Aussehen verändern. Und zwar habe ich da schon ein Add-on drauf, wo man die Manuskripte sieht. Bei dem gibt es aktuell 41 Stück, also schon ein paar. Die könnt ihr hauptsächlich auch hier im Gebiet sammeln, beziehungsweise bei Aktivitäten aus dem neuen Patch 10.1. Also wenn ihr da schon ein paar habt, könnt ihr auch den Drachen in der Gestalt natürlich wesentlich verändern. Wieder wahrscheinlich mit Rüstung und Farbe und allem Möglichen. Dann können wir das Aussehen noch ein bisschen anpassen. Und ja, ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus. Mal nochmal was anderes und eigentlich ganz nice, dass wir auch ein neues Model fürs Drachenfliegen bekommen. Mehr ist es tatsächlich eigentlich nicht. Und ja, damit sind wir schon durch mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.